Hey Leute und willkommen zu einem kleinen Infovideo bezüglich des Community Abends 2. Ich wollte jetzt einfach ein paar Infos loswerden, damit ihr Bescheid bekommt, wann und wo es losgeht. Ganz am Anfang möchte ich euch aber bitten, auf den ersten Link in der Beschreibung zu klicken und an der kleinen Umfrage teilzunehmen, damit wir ungefähr wissen, wie viele an diesem Abend dabei sind. Da könnt ihr dann einfach ankreuzen, ob ihr Zeit habt oder nicht. So, falls du dich jetzt fragst, an welchem Abend denn überhaupt, weil du gar kein Datum kennst oder so, dann ist es auch kein Problem, weil ich habe jetzt die Antworten für dich. Also zuerst einmal klären wir, was der Community-Abend überhaupt ist. Das habe ich zwar schon mal gemacht, aber das machen wir jetzt einfach nochmal. Das ist nämlich ziemlich schnell gemacht. Wir nehmen uns einfach an einen Abend lang Zeit für euch. Das heißt, wir spielen mit unserer Community verschiedene Games, also mit euch, und reden ein bisschen. Das Ganze wird dann begleitet von einem Schnieken-Livestream unsererseits. Das heißt, wir übertragen das Ganze live auf Twitch. An dem Abend habt ihr natürlich auch die Möglichkeit aufzunehmen. Also, falls ihr selbst einen YouTube-Kanal habt und schon immer mal mit uns aufnehmen wolltet, habt ihr dazu die Möglichkeit dann an dem Abend. Wir werden das auch tun und dann hoffe ich, dass wir möglichst viel davon aufnehmen können und das auf YouTube zur Verfügung stellen können, damit auch die, die nicht dabei sind, mitkriegen, was passiert ist. Also zumindest ein bisschen davon. Aber bevor ich jetzt zu lange hier in die Gespräche komme, wir haben jetzt schon anderthalb Minuten wieder, kommen wir zu den wirklich wichtigen Sachen. Wann findet denn der Abend überhaupt statt, ist wahrscheinlich so die meistgefragte Frage. Der Community-Abend 2, der zweite Community-Abend, wird am Samstag, dem 28.11., merkt euch dieses Datum, Samstag 28.11., also in einer Woche der Samstag, um ca. 18 Uhr starten. 28.11., 18 Uhr, Leute. Das ganze Event geht dann bis ca. 1 Uhr nachts, aber wir können das auf unbestimmte Zeit verlängern. Das heißt, wenn um 1 Uhr nachts noch viele da sind und Bock haben weiterzumachen, machen wir weiter. Damit haben wir jetzt schon mal die Daten geklärt. Samstag, 28.11., 18 Uhr bis 1 Uhr ungefähr. Und dann kommen wir zu den nächsten wichtigen Dingen, und zwar, wie könnt ihr mit uns reden, was sich wahrscheinlich auch extrem viele von euch fragen werden. Aber auch dafür haben wir natürlich schon gesorgt und einen TeamSpeak 3 Server für euch eingerichtet. Der wird von dem frontfight.net Team gesponsert. Das sind echt coole Jungs und denen könnt ihr auch einfach mal ein Dank in den Kommentaren da lassen, weil die organisieren das auch mit hier alles. Die IP des Servers ist damit auch frontfight.net, das habe ich euch jetzt hier eingeblendet und steht auch in der Beschreibung, aber merkt euch das, Leute, das ist wichtig. Da könnt ihr dann einfach zu Beginn des Livestreams draufgehen und auf unsere Ansagen warten. Aber es gibt etwas Besonderes an diesem zweiten Community-Abend, und zwar eine kleine Premiere. Denn das frontfight.net-Team hat nicht nur einen TS-Server für uns, sondern will an diesem Abend auch gemeinsam mit uns ihr neues Minecraft-Server-Netzwerk eröffnen. Also trommelt aber möglichst viele Leute zusammen, denn die haben da was echt Cooles auf die Beine gestellt. Die IP des Minecraft-Servers ist damit ebenfalls frontfight.net, logischerweise. Wir werden natürlich nicht nur auf dem Server spielen, weil wir auch andere Sachen machen wollen. Denn wenn es dann später auf gomhd.net leerer wird, können wir damit sicher auch mit Sicherheit auch dort in die ein oder andere Runde Bad Wars oder Survival Games schlüpfen. Aber insgesamt werden wir den Server mit denen eröffnen, um 19 Uhr circa. Und da freue ich mich auch schon echt drauf, weil die haben was echt Cooles da gemacht. So, die haben auch genug Slots, also haut alle eure Freunde an dem Abend zusammen und dann, das wird echt chillig, Leute. Wir werden natürlich nicht nur Minecraft spielen, sondern auch andere Games, aber dazu gibt es jetzt erstmal noch keine Informationen. Das werden wir dann spontan mit euch entscheiden. Ja, ich denke, das war es dann erstmal an wichtigen Infos bis jetzt, Leute. Wenn es aber neue Informationen gibt oder sich was ändern sollte an den Informationen, sage ich euch natürlich frühzeitig Bescheid, wenn es noch frühzeitig geht, aber das wird wahrscheinlich der Fall sein. Aber ich denke nicht, dass der Fall sein wird, dass sich irgendwas ändert. Also ich denke, dass alles beim alten, also bei dem jetzigen Stand bleiben wird. Vergesst nicht, was ich am Anfang gesagt habe und nehmt an der Umfrage teil. Und dann hoffe ich natürlich, dass möglichst viele von euch dabei sind, weil wir gemeinsam einen mega geilen Abend haben wollen, Leute. Also haut mega viele Leute von euch da raus. Tobi, Flore und ich sind natürlich dabei und wir hoffen einfach auf euch, dass wir mit euch einen richtig geilen Abend haben können. Das wird auch ein richtig geiler Abend, egal wie viele dabei sind. Aber wir hoffen natürlich auf möglichst viele, weil wir auch einfach mit euch ein bisschen reden wollen und euch kennenlernen wollen und so. Also Leute, wir freuen uns auf euch, haut rein, lasst ein Like da für dieses Video,
geht auf den ersten Link der Beschreibung und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei irgendeinem anderen Video. Haut da rein und ciao.